Okay, das hat sehr rogue-artige Elemente. Hä? Also, was ist das? Ein Zusatzraum? Okay, hier kann man speichern. Hier sind mehrere dieser Tore. Wir haben das Ding hier. Hier haben wir noch so ein Tor. Was ist das? Ist das so eine Art Hub? Ich kann hier aber nichts machen. Teleport vielleicht? Irgendwas ist es auf jeden Fall in die Richtung. Ein Sammelpunkt, ein Hub, irgendwie sowas. Also es muss ja... Also, ja. Okay, dann gehen wir doch wieder zurück. Es gab ja auch noch Sachen, die unerkundet waren. Ja, also wie gesagt, ich bin... Also vom Spiel bin ich überzeugt. Ich habe mir das irgendwann mal in einem Steam-Sale gekauft. Das ist auch schon ein Weilchen länger her. Ich kaufe ja gerne mal Spiele im Sale, die mich interessieren. Die ich mir mal vor... Oh shit. Auf die Wunschliste gehauen habe. Geht's da oben eigentlich weiter? Nee. Dass ich sie dann irgendwann mal... dass ich sie besitze und dann irgendwann spielen kann. Dadurch hat sich in den letzten Monaten, / Jahren oftmals... ja, schon die ein oder andere Spieleliste angehäuft und ich hänge immer noch sehr stark hinterher, was Spiele betrifft. Aber da ich aktuell nicht ganz so viel Zeit habe, wie ich sie gerne hätte, ja, gönne ich mir mal Spiele, die jetzt, wo ich dachte, dass sie nicht so tief gehen in der Lore sind, dass ich da keinen Anschluss verliere. Surprise, Motherfucker. Hier haben wir eine tiefgehende Lore. Und was ist das? Eisenbachen Teleportschriftrolle. Was können die Sachen? Lass uns mal gucken. Erhöht temporär dein Glück. Teleportiere dich zurück nach Karthas. Okay, das ist gut. Das können wir verkaufen. Damit können wir craften. Da haben wir sämtliche Sachen drin. Artefakte haben wir noch keine, aber das ist auch aufgebaut wie Symphony of the Night. Okay. Warte mal. Wenn wir runtergehen, rechts ist tot, links ist geil. Okay. Die Frage ist, wo, wenn wir wo runtergehen, ne? Und jetzt weiß ich auch nicht, wie gesagt, was passiert, wenn wir hier den Löffel abgeben. Ist es dann doch eher rogue-artig und wir kommen dann irgendwann wieder zurück? Oder, okay, hier müssen wir, ja, hier müssen wir sliden, das können wir aber noch nicht. Nee. Also ich bin ein bisschen intrigued, was das Spiel so angeht. Macht mega viel, also... Ich meine, ich habe jetzt noch nicht viel gespielt, aber das ist halt so ein... Oh, geil. Seltener Drop anscheinend. Aber es ist halt ein Metroidvania, mir macht diese Art von Spiele ja sowieso Spaß. Und da muss man ja halt auch mal sagen, okay. Dass man da, also es ist ja, wie gesagt, das habe ich ja schon oft erwähnt, dass es beim Gameplay... bei Metroidvania ist für mich um das Gameplay oftmals geht. Was das Spiel für mich ausmacht, da ist es nicht unbedingt die Story. Und bei Ender Lilies war es halt irgendwie ein Mix aus allem. Da haben wir die nächste olde Hexe. Narina. Danke, dass du mir aus dem Käfig geholfen hast, mein Kind. Ich bin Narina. Mitgehört der Magieladen in der Stadt. Ich hatte mich gerade um mein Pferd Flocke gekümmert, als ich gefangen genommen wurde. Warum heißt das Pferd nicht Blötze? Ich hoffe, dass es ihr gut geht. Wenn ich nicht da bin, fühlt sie sich sicher einsam. Komm bei meinem Laden vorbei, wenn du meinen Dienst benötigst. Jo, machen wir. Wir finden jetzt die Leute zusammen. Okay, da brauchen wir einen Double Jump oder sowas für. Aber die Schatztruhe sieht schon mal sehr wertvoll aus. Wenn die Schatztruhen in Metroidvanias wertvoll aussehen, da ist da auch geiler Scheiß drin. Geld ist auch immer nützlich. Ja, wir könnten jetzt die Mine verlassen, könnten wieder einen Bericht erstatten. Okay, wir verlassen jetzt erstmal die Mine. Erstatten jetzt erstmal den Bürgermeisterbericht. Einfach um zu sehen, was passiert. Kaufen uns vielleicht sogar Magie. Und dann
suchen wir Basten, der uns die untere Mine öffnen wollte. Ja, wo ich ungefähr eine Ahnung habe. Ach, guck mal, da unter dem Ausgang ist auch noch was, wo wir entdecken können. Okay, rot ist Standard Safe. Orange ist dieser Teleportraum. Jetzt haben wir mehrere Messer, die können wir natürlich verkaufen. Sofern Verkaufen eine Option ist von Gegenständen, das gab es mal eine Zeit lang in Metroidvanias nicht. Oder in Castlevanias, sag ich mal. Wo du die Gegenstände, die du hattest, aber nicht mehr wolltest, nicht verkaufen konntest. Ich weiß nicht, war das Symphony of the Night? Ich weiß, da konnte man diese Gems verkaufen. Aber konnte man da dann auch, ich glaube, Waffen und so weiter nicht. Okay, hier brauchen wir einen Double Jump. Jetzt brauchen wir schon mehr Kills für ein Level Up. Das ist ja aber auch klar. Krieger. Achievement freigeschaltet. Ja, also soweit. Oh, guck mal, da ist noch einer. Basten. Ah! Ja, nee, warte, dann gehe ich erst raus. Ich hätte gedacht, das wäre dann da ganz unten. Bin ich da nicht weiter? Ach nee, da musste ich durchsliden. Ach, daneben waren wir auch noch nicht. Ach du Scheiße. Okay, da können wir dann später sprengen. Das ist ein Shortcut wahrscheinlich. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum Bürgermeister. Und berichten mal, was wir so gefunden haben. Ding Dong. Dass es Basten gut geht. Früher hielt ich ihn für einen Nervensäger, aber mittlerweile mag ich ihn sehr. Warte, die Liste der Vermissten wird es gestrichen. Tatsächlich. Da werden die Leute gestrichen. Aber, warte mal. Muss ich jetzt nochmal dahin? Und sagen, dass Narina wieder da ist? Und jetzt wird sie von der Liste gestrichen. Deswegen müssen wir vorbeikommen. Fortschritte werden nicht gespeichert wahrscheinlich, wenn wir sterben. So, jetzt hat die Olle aber einen Magieladen. Das heißt, ihr Pferd stand doch hier. Guck mal, da haben wir einen Magiebrunnen. Kaufen. Silberring. Magisches Messer. Onyxring, Priesterhut, Silberkrone. Standard-Shop, aber wir können nichts verkaufen. Wir nehmen jetzt... Okay. Ein Zauber für magische Wurfmesser. Weiß nicht, will ich das? Machen wir einfach mal... Ah, verkaufen können wir auch, aber ich habe nichts zu verkaufen. Wieso habe ich nichts zu verkaufen? Ich habe Topas dabei. Okay, dann eben nicht. Okay, jetzt kann ich auf B eben diese Magiemesser werfen. Wie viel kostet das? Kostet mich 2 Magie, okay. Das kann ja jetzt nützlich sein, das sehen wir dann im Verlauf. Ich kann heute nicht so lang aufnehmen. Ich habe noch ein Date mit Shine. Wir wollten nämlich auch noch was zusammen aufnehmen. Wahrscheinlich, wenn das hier erscheint, wisst ihr auch schon, was es ist. Ich mache euch eine Playlist dazu. Ich müsste sowieso mal eine Playlist machen mit Sachen, die ich mit Shine aufgenommen habe. Weil das ist ja doch inzwischen dann auch schon einiges, was wir gemacht haben. Wir haben ja ein kräftiges Abspacken mit Mario Kart gemacht. Wir hatten ja, ich hatte ja ein krasses One-Night-Stand mit Bärbel. Grüße gehen raus. Und dann, ja, weiß ich gar nicht, wo war ich denn noch dabei? Wir haben bestimmt noch irgendwas gemacht, was ich in den ganzen Jahren vergessen habe. Und jetzt aktuell machen wir halt auch wieder was. Deswegen. Und das meiste landet bei ihm auf dem Kanal. Ich hatte ihn bei mir auf dem Kanal, glaube ich, noch gar nicht. Was aber auch geändert wird, wenn wir jetzt die ganzen Metroidvania spielen, kommen wir natürlich an Metroid nicht vorbei.
Die Metroid-Reihe habe ich ja tatsächlich nie so wirklich verfolgt. Da geht die HP halt aber ordentlich. Nee. Okay, sah jetzt nur so aus. Nee, wir bleiben bei der Dev. Und ich habe ja Metroid wirklich nie so wirklich verfolgt. Ich habe zwar viele Metroids gespielt, aber auch nicht alle zum einen. Was ist das? Was, du fühlst dich? Was fühle ich mich? Okay, ich habe irgendwas gefunden, irgendein Teil von irgendwas. Ich habe Metroid 1 gespielt, ich habe Super Metroid gespielt. Metroid 1 tatsächlich erst auf der NES Mini. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Super Metroid habe ich damals, ist lange her, damals noch zu SNES-Zeiten original gespielt. Und war so gesehen mein erster Kontakt mit Metroidvania. Und dann nochmal via Super Nintendo-Mitgliedschaft angefangen, aber nicht durchgespielt. Das schaffen wir, oder? Nee, schaffen wir nicht. Okay, wir sollten keinen Scheiß machen. Das ist da oben ein Timer? Läuft das ab? Das läuft ab. Okay, wir können uns auch ducken und die Messer werfen. Das ist schon mal gut. Oh, shit. Okay, wir können auch... Okay. Vielleicht sollten wir uns mal einen Apfel reinwerfen. Wir haben ja... Sofern das ein Heilgegenstand ist, was ich glaube... Ich glaube nicht, dass wir mit den Heilgegenständen geizen sollten. Aber wir sind noch kurz von einem Level-Up und ein Level-Up heilt uns. Wir dürfen uns jetzt nur nicht ganz so dumm einstellen. Dann soll das nämlich auch klappen. Zeitschalter. Okay, der Weg runter sollte besser funktionieren. War das hier? Oh Gott, ich weiß nicht. War das jetzt hier? Mit dem Tor? Ich glaube fast nicht, ne? Doch, muss hier gewesen sein. Irritiert mich noch, dass der Timer tickt. Oder dieses Ticken gehört zum Track, was bisher noch nicht da war. Schon so viele Metroidvania spielen, um wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen. Ich war gerade völlig im Spiel lost. Dann bietet es sich natürlich auch an, Schein als Metroid-Profi tatsächlich sich ins Boot zu holen. Ja, und das wäre doch mal etwas, was man in Angriff nehmen kann, nicht wahr? Das Level-Design ist hier sehr innovativ. Also man hat da immer wieder... Okay, anscheinend doch kein Zeitschalter. Dieses Klackern da im Hintergrund kommt immer mal wieder vor. Und ich glaube, das gehört jetzt inzwischen zum Soundtrack. Weil kein Zeitschalter ist so lang.
Okay. So. Da haben wir das nämlich schon mal. Das hier verwirrt mich so, dass wir hier so eine Art Hub haben. So ein Sammelpunkt, wo alle Wege hinführen wieder. Ich will hier erstmal noch erkunden auf dem zweiten Stockwerk. Ich will jetzt nämlich nicht alles da einfach mal so liegen lassen. Weil es gilt ja immer noch, Leute zu finden. Und mit der Teleportationsrolle, wenn wir mehrere gefunden haben und es dann eng wird, könnten wir uns auch direkt zum Bürgermeister zurückteleportieren. Bisschen Plattforming. Klassisch. Ja, lass mal da oben direkt weitergehen. Okay, wieder Kohle. Kann man später ja wieder im Shop ausgeben. Ein Eisenbarren wieder für Rüstung. Nützlich, wenn wir das haben. Sehr schön, da haben wir eine weitere Person. Wer bist du? Vin. Den Wächtern sei Dank. Ich bin Vin. Ich arbeite in diesen Minen und auf der Suche nach Erz und Mineralien. Ich bin so froh, dass es Militär ist. Naja, Militär. Wenn die Taverne zurückkehren. Okay, gut. Das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir jemanden in der Taverne, der uns vielleicht einen Schlüssel geben kann zu irgendwelchen Schatztruhen. Die da ja sind auch schon wieder ein Eisenbarren. Jetzt die Frage, wie oft droppen die Dinge halten. Ja, also das Klackern, definitiv Soundtrack, kein Zeitschalter. Okay, dann gehen wir mal nach unten noch. Entlang, gucken, was uns hier so erwartet. Plattforming-Section. Mit viel Gift. Okay, wir sollten wirklich jetzt nicht den Tod provozieren. Messer. Geil. Absolut nicht worth, die Truhe. Jetzt frage ich mich automatisch, sind die Schätze dann random? Random verteilt. Durchaus möglich. Shit. Okay, wir sollten definitiv mal einen Apfel essen. 17 HP, 17 HP. Diese 17 HP sollten bis zum nächsten Level abreichen, wenn ich... Ich kann jetzt noch einen nehmen. Okay, das könnte schon wieder eng werden. Oh ja, das könnte definitiv eng werden. Der könnte mich töten. Den Spülmaschinen verwendet wird. Okay. Nimm den mal vorsichtshalber. Lass uns doch mal ganz kurz auf die Stats gucken. Räume 63. Es war damals aber auch so eine Sache in, ich glaube, in Symphony of the Night gab es das auch. Die Room-Check-Zahl. Ich meine, das wäre ein Feature gewesen. Also deutliche Inspiration Symphony of the Night. Was nicht schlimm ist und gar keineswegs. Symphony of the Night ist ein großartiges Metroidvania nach wie vor. Ich spiele es sehr, sehr gerne. Eins meiner Lieblings-Castlevanias tatsächlich. Nicht mein Lieblings-Castlevania. Mein Lieblings-Castlevania ist Castlevania 2. Auch wenn ich da vielen, vielen auf den Schlips trete und... okay, da können wir nicht durch. Dann müssen wir mal sliden. Auch wenn ich da vielen immer, auf den Schlips trete. Indem ich sage, dass Castlevania 2 gut ist. Für mich war Castlevania 2 so das... Ja, wobei, dann wäre Castlevania 2 so mein erste... Ah, okay. Mein erstes Metroid gewesen. Mein erstes Metroidvania. Weil es ist tatsächlich, ja, für mich so ein bisschen der Start. Also, ich glaube, wenn Castlevania 2 nicht so existiert hätte, dann würde es Symphony of the Night auch nicht in dieser Form geben. Weil das hatte ja schon mal den ersten Konzept von so einer offenen Welt und Aufgaben erfüllen und du kannst das Menschen machen, du kannst das Menschen machen und hol das Item und später hattest du das dann ja auch. Okay, wir haben einen weiteren Basteneintrag.
Meine Nachforschungen deuten darauf hin, dass der Schamane der Anführer des Ladori-Stamms gewesen ist. Sie haben sich in allen Aspekten ihres Lebens auf seine Hilfe verlassen. Soweit ich es bisher sehen kann, scheint der Schamane den Großteil seiner Zeit damit verbracht zu haben, zu meditieren und zu versuchen, eine Verbindung zu den Geistern außerhalb unserer Welt aufzubauen. Bei diesem Unterfangen hat er seltene Edelsteine als Hilfsmittel genutzt. Die Ladori haben, genau wie es die Mystiker von heute immer noch tun, daran geglaubt, dass die Edelsteine übernatürliche Kräfte enthalten. Vielleicht war es die Suche nach solchen Steinen, die den Stamm dazu gebracht hat, sich in diese Minen vorzuwagen.